Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute nochmal einen Campingplatz in Slowenien vorstellen, und zwar den Camp Koren. Der erste slowenische Öko-Campingplatz, der verbindet den Triglav-Nationalpark und die Soka, einer der schönsten Flüsse Europas. So sieht das aus, wenn man auf den Campingplatz zufährt. Auf der rechten Seite gibt es einen ganz kleinen Minimarkt, dann die Anmeldung. Und neben der Schranke auf der linken Seite gibt es noch eine kleine Gastronomie. Da kann man eine Pizza essen und ein bisschen was trinken. Und man hat direkt einen super schönen Blick auf diesen ganz tollen Fluss mit der super schönen Farbe. Hier seht ihr jetzt nochmal die Anmeldung. Da befinden sich dann auch sanitäre Anlagen und man kann Geschirr spülen und so weiter. Und wenn man gerade ausfährt auf der rechten Seite, da haben wir dann gestanden. Ein sehr schöner Platz. Und ich zeige euch jetzt mal eben so einen kleinen Rundumblick. Der Platz ist nicht so groß hier unten. Es gibt aber auch noch einen oberen Teil. Hier stehen wir wieder. Und auf der anderen Seite befindet sich ein Kinderspielplatz. Und hinter dem Kinderspielplatz führt ein Weg runter, eine Treppe. Da kann man dann direkt bis zum Fluss gehen. Es ist aber dort sehr steinig und man kann sich dort wirklich jetzt nicht groß aufhalten. Man kann sich da mal hinsetzen und sich das anschauen, oder halt für Wassersportler ist das sehr gut geeignet. Im oberen Bereich des Campingplatzes befindet sich dann hier auch noch mal ein großes Sanitärhaus und einen Riesenplatz mit viel Bäumen. Das Sanitärhaus ist sehr, sehr schön, sieht noch ziemlich neu aus. Ich zeige euch mal ein paar Eindrücke. Hier die Waschgelegenheiten und Duschen waren daneben, die habe ich jetzt gerade nicht gefilmt. Toiletten, alles super sauber und sehr gepflegt. Und hier kann man auch Geschirr spülen. Ja, wir waren nur 2 Tage da. Wir haben an einem Tag davon eine Wanderung unternommen. Und zwar sind wir hier den roten Wanderweg entlang gegangen, bis nach oben zu den Wasserfällen und dann über eine Hängebrücke auf der anderen Seite zurück. Ein wunderschöner Wanderweg. Man hat auf dem ersten Teil einen ganz tollen Ausblick auf den Fluss. Im Hintergrund seht ihr dann auch die Hängebrücke. Und wenn man jetzt ein Stückchen weitergeht, nach dem, wo die Hängebrücke war, dann kann man links runtergehen und man kann direkt am Fluss im Grunde genommen eine Pause machen und man kann auch in den Fluss reingehen, wenn man es denn kann, denn zu der Zeit, wo wir da waren, war er ungefähr 8 Grad kalt. Und ein Stückchen weiter kommt man dann zu dem Wasserfall. Da habe ich jetzt leider nur ein Hochkant-Video von, aber so könnt ihr euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Ja, dann geht es wieder zurück über die Hängebrücke und dann geht es die ganze Zeit bergauf und manchmal auch sehr, sehr steil durch solche engen Klippen hier. Das ist auf jeden Fall wirklich ein Weg für Leute, die sehr gerne wandern gehen. Der Campingplatz an sich ist, wie gesagt, sehr für Sportler geeignet, für Wassersportler oder auch für Wanderer. Und man sollte vielleicht noch wissen, dass es auf dem Campingplatz nicht so viele große Wohnmobile gibt. Die meisten, die dort anreisen, sind eher die mit kleineren Wohnmobilen unterwegs sind. Alle weiteren Informationen schreibe ich euch unter das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und gute Fahrt. Tschüss!